gegeben sei für jedes t größer 0 eine Funktion f t von x, x hoch 4 minus 2 t x Quadrat plus 8 t mit Graph k t. I. Für welche t hat k t einen Tiefpunkt mit möglichst hohem y-Wert? II. Berechnen Sie alle Punkte, durch welche ein k t verlaufen. 1. Für welche t hat kt einen Tiefpunkt mit möglichst hohem y-Wert? Da ist das Signalwort Tiefpunkt. Was müssen wir bei einem Tiefpunkt machen? Ableiten. Und 0 setzen. Sehr gut. Also machen wir die Ableitung von dem. Da muss man aufpassen, da ist ein t und ein x drin. Nach welcher Variablen leiten wir ab? Nach x. Und nicht nach t. Und deswegen schreibe ich hier so ein kleines x hin, dass wir es nicht vergessen. Das heißt, das t gilt in der Situation als Konstant. Und x hoch 4 abgeleitet ist? 4x hoch 3. Minus 2tx² abgeleitet ist? Minus 4tx. 8t abgeleitet ist? Weil das konstant ist. Sehr wichtig. So, was müssen wir damit machen? Wir müssen es 0 setzen. Also, das heißt, das setzen wir zu 0. Und um das 0 zu setzen, muss man hier so einen kleinen Trick machen. Man muss hier 4x ausklammern und wir erhalten x² minus t. So, das ist die Gleichung. Und das t soll größer als 0 sein. Wir haben das hier 0 gesetzt. Das heißt, wir kriegen einen Wert raus nach dem Satz vom Nullprodukt. Das ist das hier, das x1. Das x1 ist 0. Und wenn ich das hier zu 0 setze, was kriege ich daraus? X² sind die plus minus Wurzel aus t. Jawohl, sehr gut. Das sind die Extremwerte. Nun, jetzt klassifizieren wir kurz die Extremwerte. Die Klassifikation und zwar über die Wertetabelle. Und das heißt, ich habe hier einen Wert x und hier müssen wir es ins f' einsetzen. Das ist das hier. 4, also ins f' von x. Und welche Werte müssen wir einsetzen? Wir müssen einsetzen die Werte minus Wurzel t, 0 und Wurzel t. Und dann brauchen wir da Werte dazwischen. Also, das heißt, wir brauchen hier einen Wert zwischen 0 und Wurzel t. Welcher Wert ist zwischen 0 und Wurzel t? Wurzel t, Wurzel t halbe, hier. 2 Wurzel t. Und an der Stelle minus Wurzel t halbe und minus 2 Wurzel t. Man sollte bitte hier nicht denken, dass t immer größer ist als Wurzel t. Also t hier zu verwenden wäre falsch. Und jetzt haben wir das f' von x. Das f' von x steht hier. Das heißt, wir müssen berechnen. Also hier sind sicher Nullen. Die brauche ich nicht rechnen. Wir rechnen jetzt f' von minus 2 Wurzel t. Das ist 4 mal minus 2 Wurzel t hoch 3 minus 4t mal minus 2 Wurzel t. Und das rechnen wir aus. Da erhalten wir dann minus 2 hoch 3 ist minus 8 mal 4 ist minus 32. Wurzel t hoch 3. Und dann habe ich hier minus 4 mal 2 ist 8 plus 8 Wurzel t hoch 3. Das ist insgesamt minus 24 Wurzel t hoch 3. Und das schreibe ich hier hin. Minus 24 Wurzel t hoch 3, ist also offensichtlich eine Zahl, die größer oder kleiner 0? Kleiner 0. Ist kleiner 0, weil das t ist ja größer 0 vorausgesetzt. So, wir berechnen f' von Wurzel t halbe mit dem Minuszeichen. Das ist 4 mal Wurzel t halbe hoch 3. Minus 4t mal minus Wurzel t halbe. Und was erhalten wir dann? 2 hoch 3 ist 8. Das ist also
Wurzel t hoch 3 Achtel mal 4 ist Wurzel t hoch 3 halbe, hopp, halbe, ja, weil 4 durch 8 ist ein halb. Und ich habe, hier habe ich ein Minuszeichen, hier steht das Minus, und also kriege ich hier ein Minus t halbe. Und jetzt muss ich das multiplizieren, Minus mal Minus gibt Plus, 4 durch 2 ist 2, also plus 2 Wurzel t hoch 3. Und das gibt dann insgesamt 1,5 Wurzel t hoch 3. Die stehen hier, die 1,5 Wurzel t hoch 3, offensichtlich positiv. Und das Restliche, das berichte ich jetzt einfach, die Rechnungen gehen genau analog. Hier kommt minus 1,5 Wurzel t hoch 3 negativ und hier kommt plus 24 Wurzel t hoch 3 positiv heraus. Das heißt, wir haben minus, plus, minus, plus. Also was haben wir hier an der Stelle? Minimum. Maximum. Minimum. Und aus Symmetriegründen, das Ding ist achsensymmetrisch zur Y-Achse, werden die beiden auch den gleichen Funktionswert haben. Wir berechnen jetzt das f von diesen Minima, die haben beide den gleichen Funktionswert, f von Wurzel t. Das f von x steht hier, also das ist Wurzel t hoch 4 minus 2t mal Wurzel t im Quadrat plus 8t. So, und was kriege ich da raus? Wurzel t hoch 4 ist? T Quadrat. Also habe ich hier t Quadrat minus 2t Wurzel t Quadrat. Minus 2t Quadrat. Plus 8t. Und das kann ich dann noch zusammenrechnen zu minus t Quadrat plus 8t. Und das ist der Funktionswert an der Stelle Wurzel t und übrigens auch der Funktionswert an der Stelle minus Wurzel t. Also ich schreibe das einfach mal da dahinter. Ich rechne das aber jetzt hier nicht aus. Wir haben diese zwei Tiefpunkte rausgekriegt, die beide gleich hoch liegen. Und in der Aufgabe war gefragt, für welches t dieser Tiefpunkt am höchsten liegt. Also das heißt, was heißt am höchsten liegen? Ja? Höchster Funktionswert. So, und der Funktionswert, der ist hier. Das heißt, das hier, was hier steht, dieses minus t Quadrat plus 8t, ist die Zielfunktion. Die Zielfunktion ist das, was in der Aufgabe maximiert oder minimiert werden soll. Was müssen wir jetzt mit dieser Zielfunktion machen? Ableiten. Also dann machen wir das mal. Minus 2t plus 8. Was müssen wir damit machen? Gleich 0 setzen. Und kriegen t gleich 4 raus. So, das heißt, wir haben an der Stelle t gleich 4 ein vermutetes Maximum. Jetzt kann man wieder mit Hilfe der Wertetabelle das klassifizieren. Das heißt, wir haben hier 4, 3 und 5. Hier das t und hier das, die Ableitung, das minus 2t plus 8. Hier an der Stelle ist es 0. Wenn ich es hier einsetze, komme ich auf 2. Wenn ich hier einsetze, auf minus 2. Wir haben also einen Vorzeichenwechsel von plus nach minus. Also ein Maximum. Ja, ein Maximum. So, und jetzt war die Frage, für welches t liegt der Tiefpunkt am höchsten? Und die Antwort ist für t gleich 4. Das heißt, für t gleich 4 liegt der Tiefpunkt t am höchsten. Und den geben wir noch an. Der Tiefpunkt wäre dann plus oder minus Wurzel aus 4, das ist 2 Strich. Und dann müssen wir die 2 hier einsetzen und wir erhalten 16 minus 4 gleich 12. Das heißt, der Tiefpunkt liegt bei plus oder minus 2 Strich 12. Im Abitur ist es jetzt so, dass
es auch andere Verfahren der Klassifikation gibt. Wir haben hier jetzt nur das Verfahren der Klassifikation über die Wertetabelle gemacht. Die anderen Verfahren sind im Abitur auch legal. Aber wir haben zurzeit nur die Klassifikation über die Wertetabelle. Deswegen habe ich das hier immer über die Wertetabelle durchgeführt. Jetzt geht es ums Thema gemeinsame Punkte von Schaubildern. Und da haben wir eine Technik kennengelernt. Und die funktioniert folgendermaßen. Wir schneiden nicht alle Schaubilder miteinander, sondern nur zwei spezielle. Das heißt, wir wählen T gleich 1 und T gleich 2 und schneiden F1 von X mit F2 von X. Wohl wissend, dass gemeinsame Punkte von zwei Schaubildern mit Sicherheit auch gemeinsame Punkte von zwei speziellen Schaubildern sind. Das heißt, ich setze jetzt x hoch 4 minus 2x² plus 8, das ist das Ganze für t gleich 1, gleich mit dem Ganzen für t gleich 2, x hoch 4 minus 2 mal 2x², das ist 4x², plus 8 mal 2 ist 16. So, die setze ich jetzt gleich. So, wie geht es jetzt weiter? Minus x hoch 4 auf beiden Seiten. Dann ist das weg. Schon war es weg. Was können wir noch machen? Plus 4x² minus 8. Ja, plus 4x², dann haben wir hier 2x² minus 8. 2x² gleich 8, oder? Geteilt durch 4, die Wurzel raus, plus minus einfach raus, plus minus 2. So, und jetzt muss man einen Trick machen. Das heißt, wir haben hier jetzt zwei spezielle Schaubilder genommen, nicht die allgemeinen. Der Trick ist jetzt, dass wir es nicht mehr das Plus und Minus 2 in das spezielle Schaubild einsetzen, sondern ins allgemeine. Das heißt, wir rechnen jetzt Ft von Plus oder Minus 2, Ft von 2 aus. Und was kommt da raus? Da kommt raus 2 hoch 4. Minus 2t mal 2 ins Quadrat plus 8t. So, und jetzt rechnen wir das mal aus, was da rauskommt. Das könnt ihr schon rechnen. Ich rechne dann das ft von minus 2. Das ist minus 2 hoch 4 plus 2t mal minus 2 im Quadrat plus 8t. Das habe ich jetzt mal hingeschrieben. So, was ist minus 2t mal 2 hoch 2, was gibt das? Minus 8t plus 8t ist 0 und dann bleibt noch übrig 16. Und da ist was ganz Entscheidendes passiert. Was ist da passiert? T ist weggefallen. Richtig, und das, wenn man das ausrechnet hier unten, passiert exakt das Gleiche. Da kommt exakt das Gleiche raus mit minus 8t. Plus 8t ist ebenfalls 16. Und weil das t wegfällt, ist es ein gemeinsamer Punkt. Wenn das T nicht wegfällt, dann ist es kein gemeinsamer Punkt. Und daraus folgt, wir haben die gemeinsamen Punkte P1 gleich minus 2-16 und P2 2-16. Und das sind gemeinsame Punkte.